Herzlich willkommen, Theresa. Dankeschön. Du spielst in dem neuen Erzgebirgskrimi mit, der am 9. November ausgestrahlt wird im ZDF. Eine Försterin? Ja. Wie kamst du zu der Rolle? Ja, also totaler Zufall. Ich habe die Anfrage über meine Agentur ist gekommen, dass eine neue Reihe entstehen soll in meiner Heimat, dem Erzgebirge. Und dann dachte ich, nein, das gibt's nicht. Das habe ich mir schon vor 10 Jahren gewünscht, als ich mit Thomas Schmauser in seiner Heimat im Franken ermittelt habe. Und da habe ich immer zu Thomas gesagt, Mensch, ich wünsche mir so mal, dass mal in meiner Heimat mal ein Film gedreht wird und dass ich da ermitteln kann. Nun bin ich nicht die Ermittlerin geworden, aber die Försterin, und das finde ich sogar noch viel besser. Die Försterin findet ja auch die erste Leiche. Genau. Nee, besser gesagt, mein Hund Wolke findet die. Und aber Wolke macht mich natürlich darauf aufmerksam. Und da entdecken wir zusammen den Toten im Stollen. So heißt ja auch die erste Folge. Wie weit bist du als Försterin denn in die Ermittlungen der Kommissare eingebunden? Also die Försterin ist für die Kommissare da ganz wichtig, weil sie natürlich Land und Leute kennt und immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht und natürlich also Verbindungen oder Beziehungen vermittelt und die Kommissare sozusagen in ihrer Ermittlungsarbeit tatkräftig unterstützt und manchmal eben auch ihre eigenen Überlegungen anstellt und so versucht auch eben selber dem Täter auf die Spur zu kommen. Du hast schon gesagt, Erzgebirge ist deine Heimat. Mhm. Wie war es denn jetzt zurückzukommen in die Heimat und dort zu drehen? Also ich bin eigentlich sehr, sehr viel in meiner Heimat. Ich versuche das einmal im Monat dahin zu fahren. Ich bin in Stolberg im Erzgebirge aufgewachsen. Stolberg nennt man so das Tor zum Erzgebirge. Und mit meiner Familie, mit meinen Kindern fahre ich natürlich sehr, sehr gerne zu meinen Eltern. Und deshalb bin ich ganz oft da. Aber das ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn man privat da ist und wenn man eben jetzt da arbeiten darf. Und das empfand ich so für mich, unglaublich wohltuend. Und ich habe mich da ja einfach sehr, sehr glücklich und wohlgefühlt, da eben auch mal arbeiten zu dürfen. Und ich habe gemerkt, wie stolz auch die Leute sind, die da eben in der Region leben und für die das jetzt was ganz Neues ist. Ne? Also es ist ja nicht wie in den Großstädten Berlin, München, Hamburg, wo alle Nase lang gedreht wird und wo das sozusagen zum Alltag dazugehört. Hier ist es, also im Erzgebirge ist das wirklich eine große Sensation, wenn da was abgesperrt ist oder da sehen die Leute eine Kamera. Oder wir hatten ja auch ganz viele Leute, die sich als Komparsen beworben haben, ne, die unbedingt dabei sein wollten. Und ich wurde über Facebook kontaktiert, wo sie denn mitspielen dürfen und so und wann sie sich wo melden müssen und so. Also das ist einfach wirklich toll und das rührt mich auch, mit wie viel Neugier, Freude und Begeisterung jetzt das aufgenommen wird. Ne? Und inwieweit kamen dir deine Kenntnisse von Land und Leuten jetzt bei den Dreharbeiten zu Hilfe? Naja, ich bin ja die Einzige, die da den Dialekt spricht. Also schon jetzt, sagen wir mal, auch für ein großes ZDF-Publikum, also kompatibel gemacht. Ne? Das ist jetzt nicht das tiefe, breite Erzgebirgisch, was ich auch kann, aber was jetzt nicht so gewollt ist. Oder ja, man muss einfach so machen, dass nicht nur die Leute da unten das verstehen, sondern eben auch alle anderen. Und das ist zum Beispiel so ein Alleinstellungsmerkmal oder so eine Besonderheit jetzt eben auch von meiner Figur. Und naja, ich glaube, dadurch, dass ich mich als Person, als Mensch da eben sehr wohlfühle und sehr zu Hause und stolz bin, aus dem Erzgebirge zu kommen, ich glaube, das nimmt man auch immer mit in eine Figur. Und ich bin auch sehr naturverbunden und das muss natürlich eine Försterin per se auch sein. Ich glaube, das spürt man alles in der Figur dann. Mit dem Erzgebirgisch, das ist ja nochmal eine eigene Sprache, ist ja nicht sächsisch. Ja, es ist ein bisschen, es ist schon nochmal anders, ne? Ich würde es fast sagen, also härter oder gutturaler, ne? Es ist mehr so hier hin, so genuddelt und so. Und es hat natürlich ganz eigene Wörter.
Und naja, also ich liebe meinen Dialekt. Ja. Ne? Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt auch privat nach Hause fährst, mhm, in die Heimat, fällst du denn sofort automatisch wieder in den Dialekt? Sofort. Und sogar, wenn ich hier in Berlin bin oder in irgendeiner anderen Stadt und ich bekomme einen Anruf aus der Heimat. Also dann falle ich von einer Sekunde auf die andere total in den Dialekt. Und mein Mann, der verrollt dann immer schon die Augen und denkt so, oh Gott, jetzt. Oder wenn ich dann auflege und dann sagt er manchmal, ja, jetzt können wir auch wieder Hochdeutsch sprechen, bitte. Weil es ist dann so drin, es ist sofort, ich glaube, da wird so eine ganz emotionale Ebene angesprochen. Und ja, also das, da kann ich gar nichts machen, das nehme ich mir nicht vor, das passiert einfach. Du bist ja auch Botschafterin für das Erzgebirge. Ja, genau. Wie kam es denn dazu eigentlich? Also, weil du die Prominenteste aus deiner Heimat bist? Nein, oder? Um Gottes Willen, nein. Also es gibt sehr viele Botschafter und der Landrat Frank Vogel, der ernennt jedes Jahr aus den unterschiedlichen Bereichen neue Botschafter, Sport, Wirtschaft, Kultur und eben auch jetzt jemanden, eine Schauspielerin aus der Film- und Theaterszene. Und deshalb habe ich das ganz, ja, also mit großer Freude damals aufgenommen. Mhm. Wann wurde ich denn zur Botschafterin ernannt? Ich glaube 2012. Ja, gelesen, genau, ja. 2012. Und bin das seitdem auch, ja, mit voller Begeisterung. Und das Lustige ist auch, dass ich, also eigentlich immer darauf angesprochen werde. Ne? Also ich war, glaube ich, ein Jahr später, oder ja, ein Jahr später war ich zum Krimi-Filmfest in Wiesbaden und stand dort vor großem Publikum und es wurde ein Film von mir gezeigt, eben ein Krimi. Und das Erste, worauf ich angesprochen wurde, auf meine Botschaftertätigkeit. Und es hat mich echt, da war ich erst mal kurz sprachlos. Da dachte ich so, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mögen das die Leute oder finden das sympathisch oder macht das die neugierig. Ja, auf jeden Fall interessant, ne? Genau, und deshalb dachte ich immer, ach, das ist doch toll, wenn ich immer über meine Heimat berichten kann. Und deshalb gibt es ja jetzt auch diesen, oder ich finde das eine große Chance, natürlich diese neue Reihe, einfach auf meine Region da aufmerksam zu machen, weil das ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Und also die Leute sind sehr herzlich, sehr gastfreundlich und es wäre toll, wenn viele Leute sagen, die den Fernseher samstagsabends einschalten und sagen, Mensch, also da müssen wir jetzt mal hin, das sieht ja richtig toll aus, das habe ich jetzt mal Lust, das zu entdecken. Ja, was würdest du denn Leuten, die jetzt auf Entdeckungsreise ins Erzgebirge fahren, empfehlen? Was oder wen sollte man sich angucken oder kennenlernen? Naja, das Erzgebirge bietet ja sehr viele unterschiedliche Schätze. Ne? Also kommt jetzt auf den Typ drauf an, möchte man jetzt gerne im Winter, der Winter steht vor der Tür, vielleicht sich dem Wintersport widmen. Da ist natürlich wunderbar Oberwiesenthal, der Fichelberg mit 1214 Meter, prädestiniert, hat einen schönen Hang, bestens ausgerüstet mit Skiliften. Oder auch, man kann Langlauf machen in der Nähe von Eibenstock, sind wunderbare Loipen eingerichtet, aber auch in Oberwiesenthal. Oder was kann man noch machen? Die Wanderfreunde, natürlich gibt es die unterschiedlichen Berge und ja, kleine Regionen, was weiß ich, um den Scheibenberg herum. Also es gibt so viele Sachen zu entdecken. Oder natürlich auch, wer mit Kindern unterwegs ist. Es gibt ja die ganzen Schaubergwerke, ne? Also wo man richtig einfahren kann und kann dann nochmal auf Spuren und Entdeckungssuche gehen der Bergleute, wie die das früher gemacht haben, wie eben der Bergbau in dieser Region betrieben wurde. Also das ist für Jungs, Abenteurer ist es doch, also ja, da gibt es richtig was zu erleben. Ja, der Bergbau spielt ja auch gleich im ersten Film eine Rolle mit genau, der Professor, der ermordet wurde. Genau. Der war an der Freiberger. Genau, an der Bergakademie hat er unterrichtet und war da so eine Koryphäe. Der wird ermordet, also steht der Bergbau bei uns gleich im Zentrum, weil ja es ist immer noch ein sehr großes Vorkommen an zum Beispiel Lithium oder auch Wolfram, an wirklich tollen Bodenschätzen. Und jetzt werden wieder viele neue Erkundungsflüge und Untersuchungen gemacht, wo man wie erneut Bergbau eben nochmal ankurbeln kann und neue Sachen abbauen kann.
Habt ihr direkt in Freiberg und Umgebung dann gedreht? Oder? Ja, also diese Bergakademie, die war ja auch ein Schauplatz in unserem Film. Und da haben wir original gedreht. Mhm. Und sonst in den Stollen, wir sind ja auch richtig eingefahren, in Pöhla. Und da haben wir natürlich auch genau an Originalschauplätzen gedreht. Mhm. Ich habe auch schon gehört, es geht auch weiter. Mhm. Bist du denn weiter dabei? Ja, die Försterin Saskia Bergelt ist weiter mit von der Partie. Wir haben jetzt im Sommer die zweite Folge abgedreht mit dem Namen Tödlicher Akkord. Und es spielt diesmal in Schneeberg. Also der erste Film spielt ja in der Region um Schwarzenberg. Und jetzt der zweite eben in Schneeberg und Umgebung. Und in Schneeberg gibt es ja jedes Jahr am 22. Juli ein ganz besonderes Ereignis, nämlich den sogenannten Bergstreittag. Das ist entstanden, damals wurde, ich glaube, um 1400 noch was, dann sollte man den Bergleuten, wollte man den Lohn kürzen. Und die haben dann gestreikt und haben auch sehr erfolgreich gestreikt. Und seitdem, also der Lohn wurde nicht gekürzt und seitdem ist dieser 22. Juli, war immer ein Feiertag und dann später wurde es abgeschafft, war kein Feiertag mehr, aber immer an diesem Tag wird eine ganz große Bergmannsparade durch ganz Schneeberg gemacht. Da sind die ganzen Bergmann, also Musikchors sind da unterwegs und unsere Folge spielt ja auch in einem Orchester, also Saskia Bergelt spielt ja das Tenorhorn. Entschuldigung, das Waldhorn. Oh. Meine Kollegin spielt Tenorhorn. Also wir haben alle Schauspieler sind da vertreten, durften sich an den Instrumenten ausprobieren. Und natürlich haben wir auch dann, sind wir mitgelaufen zu diesem Bergstreittag. Und das war also für mich echt ein, also wirklich ein ergreifender Tag. Weil wir haben das ja original gedreht. Also da konnte man ja nicht sagen, Moment, stopp, wir machen das nochmal. Da sind ja wirklich ganz viele Schaulustige, die Straßen sind voll, das ist ja ein großes Event, ne? Und die ziehen ja dann dieser ganz große, diese große Parade, der große Umzug zieht ja dann auch in die große Kirche St. Wolfgang in Schneeberg ein. Also das ist, also es war wirklich Gänsehaut pur. ja, also das war für mich eine ganz tolle Sache und meine Familie, die stand sozusagen am Weges- oder am Straßenrand und haben mir zugewunken. Da durfte ich natürlich nicht zurückwinken. Aber das war schon eine wirkliche Sensation. Gut, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir und, auch. Die Zuschauer können sich dann ja schon mal freuen auf das nächste Jahr, ja, wenn es dann mit euch weitergeht. Ja, ich mich auch. Sehr gerne. Danke. Danke.